Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Nachdem wir im letzten Part nun vor die Ruinen gegangen sind, gehen wir nun in die Ruinen. Mehr gibt's irgendwie nicht zu sagen. Was ziemlich viel Zeit verbraucht. Die ganzen Dragon Age Quests voll durchzuspielen. Und ja, mal gucken, was uns hier drin erwartet, ne? Das sieht viel zu verdächtig aus. Die Ruinen sehen stark nach Tevinter aus, aber sie sind voller elfischer Relikte. Sehr seltsam. Okay. Irgendeine Kreatur nähert sich uns. Das hat gerade keiner von uns gesagt, oder? Los, Evan. Also, Schutt wahrscheinlich wieder, ja, natürlich. Und sieht eher aus wie so ein Schwefelhaufen. Nee, nee, da geht's viel zu weit rein. Können wir da rein? Okay. Dann müssen wir doch gerade raus. Oder? Nee, können wir auch da hinten? Nee. Da können wir nicht lang, ne? Mensch. Verstehe ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch nur Müll. Oh toll, hier ist gar nichts. Ist noch schlimmer. Als Müll. Müll kann man immer noch verkaufen. Geisterbeißer. Mal gucken, wie viel haben wir eigentlich jetzt schon in unserem Gepäck? 56, na toll. Das ist so eine Falle, ne? Ja, war klar. Aber was soll ich doch. Ja, das ist eine Falle, ja. Nein? Das ist eine Falle. Ja. Ich werde es tun. Ach, wir. Ah, super. So, ein bisschen mal die Stärke. Luca, was bringt das eigentlich? Klugheit bestimmt, wie schnell ein Charakter lernt. Ah, dann sollten wir das mal machen, ne? Wenn es sind diese Fähigkeiten höher stuft. Wie viele Level sind wir jetzt eigentlich schon? Für 11. Na. Nicht gerade sehr furchteinflößend, aber immer besser als 1. Kann man hier durch? Nein, natürlich nicht. Okay, da würde ich jetzt auch nicht reingehen. Problem mit Spinnen. Und wir können jetzt wahrscheinlich schon die ganzen tiefen Pilze an die Magie abgeben. Das ist gut.
Dafür kriegen wir Geld und EP-Punkte. Mhm. Dadurch steigen wir dann schnell auf. Skull. Wahrscheinlich ist die Truhe auch zu weit, klar. Sprecht. Ich bin fertig. Ich habe fertig. Ich bin mir sicher, eure Brillanz wird mich überwältigen. Okay, wenn du meinst. Gut, hier ist so ein sinnloser Raum. Was? Das klang nicht gut. Das klang gar nicht gut. Ich habe kein gutes Gefühl, was diesen Gang angeht. Wollen wir nicht umkehren? Lieber nicht. Drachen? Nochmal, Drachen? Kommen jetzt welche, oder? Also doch kein... Verdammt, ein Drachen. Wie ihr meint. Ich werde es tun. Selbst die Mini-Version von Flamme von Sternen. Die Angriffe sind doch scheiße, aber die werden angegriffen, was ich nicht wehren kann. Leichnam eines Ritters, Feuerfeuer. Eine Zwergs? Was machen Zwerge hier? Ja, dann entschärf du die mal, Liliana. Was wollt ihr von mir? Ja, nix. Okay. Drache, schwere Kettenrüstung. Ja, genau. Was? Mhm. Liliana, machst du mal was bitte. Was kommt als nächstes? Fallon, Dins Einfluss, Alter. Was ist denn hier? Alter. Erledigt. Da ist dann so wenig drin. Mal gucken. Kann ich was mit dem Bogen anfangen, aber erstmal gucken, was Morrigan kann. Sollten mal kluger Tür machen. Bogen des Speers ist der... Ne, der war schlechter, genau. Was ist mit den Fontaines? Die braucht unbedingt mehr Geschicklichkeit. Wie viel Geschicklichkeit hat sie denn? 22. Das heißt, sie müsste jetzt noch 3 Level höher. Haben wir schon alles erkundet? Ah. Ja, zumindest alles Mögliche, ne? Ist ein Geist? Wieso? Ja, Mann. Moment, man doch. Ich bin gerade, ne? Wird erledigt. Hinfort mit dir! Ich werde es tun. Ach, da. Ah!
ich bin die bereit. Truhe wieder zu. Genau wie ihr es wolltet. Wenn du meinst. Okay, gut. Schade, dass man von denen keine Leichengalle bekommt. Wir sollten jetzt vorsichtig sein. Halt. Auch eine Falle, ja. Wird erledigt. Noch welche fallen? Aber klar. Auch schon wieder klar. Ich hasse Spinnen. Bist du Kind? Mami! 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 Also das heißt ganz offensichtlich Mama. Beruhig dich, was siehst du? Renn weg, genau, und lass dich schlecht animieren. Sowas von hier aus. Da fällt mir die Milch am nächsten Tag. Wird erledigt. Ich bin dein Schicksal. Was hier ist? Schutz und eine verkohlte Leiche, ja, toll. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Okay. Und was ist da jetzt in dem... Oh, es ist eine zerbrochene Kiste. Da, Misan. Sarkophag. Wahrscheinlich kommt da gleich irgendwas raus. Nee, doch nicht. Och, toll. Das Elfenritual, mal gucken. Zwei der Gegenstände gefunden, die der Magier aus der Winter im Wald versteckt hat. Fehlen noch... Ach so. Elfenritual. Das ist viel zu viel. Oh, jetzt speichert er schon wieder. Das ist kein gutes Zeichen auch. Und da ist auch schon fein. Rechts oder links? Ja. Nee, lass mal nicht machen. Ich werde es tun. Diese Wesen haben ungewöhnliche Kräfte. Wir sollten vorsichtig sein. Wieso greift man mich an? Oh, stand still.
Da ist er. Betrachte es. Stan ist endlich wieder ganz der Alte. So ist aber auch eine Kiste Phylakterion. Versuchen den Edelstein zu öffnen. Mal gucken, den Mittel des Artefakt 2. Wir wissen nur wenig über die Magie, die die Elfen zur Zeit Alethens verwendet haben. Die Magister von Tevinter waren mehr daran interessiert, die Elfen zu unterdrücken, als ihre Geschichte aufzuzeichnen. Oh, scheiß Leute, so wie von es aussieht, würde ich darauf tippen, dass dieser Gegenstand eine Art Phylakterion ist, das die Essenzen lebender Wesen aufbewahren sollte. Vielleicht sogar eine Art Geist. Ich vermute, dass dieses Objekt einen Geist binden sollte. Aber was ist wohl nach so vielen Jahren der Gefangenschaft noch von einem Geist übrig? Was sagst du, Stan? Elfenmagie. Aufbrechen. Seid ihr? Okay. Ach Gott. Oh Mann. Gibt es irgendetwas, was wir für euch tun können? Okay, also gut, man lernt das dann wahrscheinlich Morrigan, ne? Okay, gut, ja, wir versuchen euch zu helfen. Ja, gebt mir eure Erinnerung. Artefakt auf den steinernen Altar legen, okay. Drücken reine Freude aus, das Vergessen ist eine... Na gut. Denke ich mal besser als so arschig zu dem Edelstein. Auch wenn er später wahrscheinlich nichts bringt. Und Morrigan, was ist ein Arcana-Krieger? Noch ein weiter? Ach verdammt, was geht denn nun beim Aufstieg? Scheiße. Rüstung.
Und Kisten gibt es hier wohl nicht mehr, die man irgendwie aufschließen könnte. Oder vielmehr Truhen. Wenn er hier vor schon speichern muss, ist das nichts Gutes. Glasphylakterion. Das Fläschchen nehmen. Geist? Betrachter erledigt. Also, wir uns jetzt noch einen weiteren Teil von Modo. Rüstung. Sehr schön. Mal gucken, gehen wir da jetzt links rein oder... Ja, ne, wir gucken jetzt nochmal woanders, ne? Geradeaus jetzt den ganzen Weg. Ja, da. Hier oben ist das nur ein Knochenberg, schade. Wo ist denn jetzt der Rest der Moloch-Platten? Oder der Moloch-Rüstung vielmehr, ne? Ne, die Tür haben wir schon. Was hier? Den irdenen Krug nehmen. Ja, einfach mal ein bisschen was trinken. Den Krug mit Wasser füllen. Kann man das auch mitnehmen? Dann noch mal ein bisschen was trinken. Und dann den Teich in Ruhe lassen. Oder wie erhaltene Gegenstände. Was ist hier mit? Natürlich ist dann dieser Krug. Das Gefäß läuft beinahe über. Stellt sich mir eine Frage. Wieso können wir es tragen? So, okay, und Liliana bekommt jetzt noch ein bisschen was. Ich danke euch sehr. Nein, das kann ich nicht. War der Weg bisher wohl ein bisschen umsonst. Obwohl, ne, wir haben ja den Krug bekommen. Obwohl, hätten wir den Schlüssel. Aber naja, sicher ist sicher. Okay, und ich sehe schon, wir haben jetzt schon 25 Minuten fast. Ja, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part. Tschüss.